Und Szenen, die sprachlos machen. Nach Abpfiff eines Finalspiels der C-Junioren in Frankfurt am Main erhält ein 15-Jähriger eine Morddrohung eines Zuschauers. Am Ende des Spiels rennt er auf den jungen Schiedsrichter zu, gestikuliert und schreit ihn an. Dabei soll er, laut Schiedsrichtervereinigung Frankfurt am Main, gedroht haben, den Jungen zu köpfen. In der Kreisliga hat er nicht mal Linienrichter. In der Bundesliga Kameras, da sieht er es nicht mal. Sag mir, wer bleibt da dann fehlerlos? Väter, die beleidigen Mensch auf dem Platz, da steht dein Sohn. Du schreist, stell dir vor, es wäre deiner. Ihr seht jeden Fehler, warum sieht seine Tränen keiner?